Wie wäre es mit Keanu Reeves im Marvel Cinematic Universe? Dazu könnte es durchaus kommen und einige Leute weigern sich sogar, den Gedanken an eine mögliche Rückkehr des Ghosts aufzugeben. Keanu Reeves ist mit Sicherheit einer der bekanntesten Actionfilmstars der heutigen Zeit. Und das auch aus gutem Grund. Die John Wick-Filme feierten monumentale Erfolge mit ihrem extra gewalttätigen, überaus unterhaltsamen Thriller-Charakter. Insgesamt wurden mit allen drei Filmen weltweit 573 Millionen Dollar eingespielt und ein vierter Film ist bereits in Planung. You want a war? Or do you want to just give me a gun? Vor kurzem hatte Reeves wieder die Hauptrolle im lang erwarteten vierten Teil des Matrix-Franchises Matrix Resurrections übernommen. Während all dessen haben sich die Fans immer wieder gefragt, wann Reeves wohl in das Marvel Cinematic Universe einsteigen würde. Schließlich wäre es ja nicht das erste Mal, dass er in einer Comic-Verfilmung mitspielt. Zuvor war er schon in der titelgebenden Rolle in Constantine aus dem Jahr 2005 zu sehen, einem Film, der auf den Comics von DC basiert. Reeves hat zwar bestätigt, dass er sich bereits mit dem Präsidenten der Marvel Studios, Kevin Feige, zum Gespräch getroffen hat, doch bislang ist es ihnen noch nicht gelungen, einen Weg zu finden, den Schauspieler an Bord zu holen. Klar, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Natürlich haben die Zuschauer ihre Zeit derweilen damit zugebracht, ihn in zahlreichen Rollen zu inszenieren und eine der beliebtesten Traumbesetzungen, die sich Fans für Reeves wünschen, ist eben die des Ghost Riders. Zur großen Freude dieser Fans haben sich einige gewiefte Digitalkünstler ausgemalt, wie Reeves in dieser Rolle möglicherweise aussehen könnte. Ende letzten Jahres postete der Künstler @MissouriAU ein Fanart von Keanu Reeves, bei dem sein halbes Gesicht in Flammen stand und der unverkennbare Schädel des Ghost Riders zu sehen war. Anhand der Lederjacke scheint es klar zu sein, dass dieses besondere Kunstwerk Reeves als die Johnny Blaze-Inkarnation der Figur darstellen soll. Allein schon aufgrund der künstlerischen Gestaltung scheint eine Besetzung mit Reeves für eine Neuauflage von Ghost Rider fast schon ein Selbstläufer zu sein, insbesondere nach der schlechten Resonanz auf die Ghost Rider-Filme mit Nicolas Cage. Let's ride. Dennoch gibt es keinerlei Garantie, dass Reeves jemals in diese Rolle schlüpfen wird, vor allem angesichts seines vollen Terminkalenders mit den John Wick-Filmen und allem, was er sonst noch in der Planung hat. Außerdem hat der Star aus The Walking Dead, Norman Reedus, in letzter Zeit großes Interesse an der Rolle gezeigt, was wiederum Anlass zu Gerüchten gab, dass er diese Rolle möglicherweise bereits ergattert haben könnte. Natürlich hat Missouri auch dafür schon einen Entwurf angefertigt, welcher zeigt, wie das Ganze wohl aussehen könnte. So oder so wäre es für das MCU auf jeden Fall spannend, mit Ghost Rider weiter in eine wesentlich düstere Richtung vorzustoßen. Wenn die bevorstehende Veröffentlichung der Serie Moon Knight ein Hinweis darauf sein sollte, scheint Marvel dazu bereit zu sein, die Dinge noch weiter auf die Spitze zu treiben. MCU-Fans, die nach wie vor auf konkrete Neuigkeiten über die Zukunft der Ghost Rider-Figur hoffen, müssen sich also leider weiterhin gedulden. Congratulations. Chances just went from none to slim. Angesichts seiner enormen Popularität dürfte es nicht überraschen, dass die Fans jegliche Ausrede in Kauf nehmen würden, nur um noch mehr von Keanu Reeves in ihrem Leben haben zu können. Selbst wenn es mit Ghost Rider nicht klappen sollte, so gibt es doch noch tausende von Figuren auf den unzähligen Seiten von Marvel Comics und sicherlich findet sich da draußen auch eine passende Rolle für Reeves. Er mag zwar schon fast 60 Jahre alt sein, dennoch hat er immer noch das Zeug dazu, die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Daher haben sich bereits eine ganze Reihe von Künstlern ausgemalt, wie der Schauspieler in den verschiedensten Figuren aussehen könnte, die bisher noch nicht im MCU aufgetaucht sind. Ein Instagram-Künstler, der auf den Namen @danish95 hört, hat uns schon mal einen Eindruck davon gegeben, wie er als Namor der Submariner aussehen könnte. Es gab bereits wilde Spekulationen darüber, dass Namor einen Auftritt in Black Panther 2 haben könnte, was allerdings noch nicht offiziell bestätigt wurde. Es wäre zweifellos eine große Herausforderung, eine Besetzung mit Reeves zu verheimlichen, wenn das der Fall sein sollte. Daher wäre es nur allzu naheliegend, dass Namor womöglich sein Debüt erst in einem späteren MCU-Projekt geben wird. Derselbe Account postete außerdem noch einige Illustrationen von Reeves in der Rolle einer Figur, von der wir bereits wissen, dass er sie nicht spielen wird. Vor einigen Jahren hat Danish nämlich ein Porträt von Reeves als Adam Warlock veröffentlicht. Wir wissen mittlerweile, dass diese Figur in Guardians of the Galaxy Volume 3 mit Will Poulter in der Rolle zu sehen sein wird. Reeves wäre sicherlich eine hervorragende Wahl für diese Rolle gewesen, jedoch hat es wohl einfach nicht sein sollen. Dabei wurden noch nicht einmal all die ikonischen Figuren in Betracht gezogen, die Reeves theoretisch eines Tages spielen könnte, wie etwa Silver Surfer, Wonder Man oder Nova.
Ein Schauspieler seines Kalibers könnte praktisch jede beliebige Figur verkörpern und die Fans wären davon schlicht und einfach begeistert. Andererseits ist Reeves zurzeit ein ziemlich beschäftigter Mann, sodass ein Vertrag mit Marvel über mehrere Filme unter Umständen nur schwer zu realisieren wäre. Dennoch ist gegen ein wenig Hoffnung nichts einzuwenden. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme und TV-Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.